Hallo, ich bin Björn. Ich hatte auf meinem Mac eine geschützte App namens CrashPlan, die ich komischerweise nicht löschen konnte. Was die Ursache hierfür war und wie ich letztendlich diese App trotzdem losgeworden bin, das zeige ich dir in dem Video. Hier nochmal zur Demonstration, wenn ich in den Programmordner wechsle und dann die App CrashPlan löschen möchte, dann erhalte ich eine Fehlermeldung. Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da das Objekt CrashPlan geschützt ist. Wenn ich mir die Dateisysteminformationen anzeige, dann sehe ich auch, dass hierbei geschützt ein Haken gesetzt ist, aber ich kann den Haken leider nicht wegnehmen. Komischerweise kann ich die App noch nicht einmal als Superuser löschen über das Terminal. Stattdessen bekomme ich eine Fehlermeldung Operation not permitted. Wenn ich mir die Datei-Attribute mal anschaue mit dem Befehl ls, dann sehe ich, dass hier ein ganz bestimmtes Flag gesetzt ist. SCHG. Was das zu bedeuten hat, das sieht man in der Handbuchseite vom Befehl change flags. Und da steht set the system immutable flag. Also, dass man etwas nicht verändern darf. Glücklicherweise kann man das Flag wieder zurücksetzen, nämlich auch mit dem Befehl change flags. Rekursiv und dann sage ich einfach no SCHG und dahinter gebe ich den Pfad an. Und jetzt sollte ich die App auch löschen können, ohne Probleme. Hat geklappt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir bitte unten in die Kommentarbox. Mach's gut. Tschüss.